Oder fahren die einfach nicht? Vielleicht die Rechtsabbieger? Ah, wir haben grün. Haha. Jetzt haben wir grün bekommen. So. Und schön wieder Gas geben. Und umschalten. Gladbeck West GZ, also der Bahnhof. So, hier sind. Ja, die Straße ist eh ein bisschen breiter. Deswegen werden hier schon 50 km/h erlaubt sein. Und für uns geht's rechts lang. Ich habe jetzt mal rechts lang. Ja, nee. Halt. Ach du Scheiße. Wir müssen wahrscheinlich links lang, weil wir die 254, wenn man wahrscheinlich direkt zur Haltestelle am Park will, hätte man rechts lang fahren sollen. Deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt so stimmt. So, vorne kommt ein Kollege. Grüßen wir mal kurz. Meine Lichthupe. Morgen. So. Und jetzt. Da vorne sollte sie liegen. Ja, ich glaube, hier kann ich mich erinnern. Ich glaube, hier waren wir schon mal. So, da ist die Meldung. Sie haben sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt. So. Aber ich habe echt nicht mitbekommen, dass es ein Unfall war. Aber das war wahrscheinlich, als die Fahrgäste sich beschwert haben. So, ja, hier waren wir schon mal, glaube ich. Aber da sind wir, glaube ich, nicht hier vorne abgebogen, sondern geradeaus weitergefahren. Das war, glaube ich, auch die letzte Fahrt hier in Gladbeck, ne? Bisschen weit gefahren. Will überhaupt jemand einsteigen? Nein. Wollte nur jemand aussteigen, dann Tür wieder schließen. Und es geht weiter, wenn die Straße frei ist. Und zwar ganz rüber für uns. Das ist natürlich hier schon eine heikle Situation, wenn man, besonders wenn da hinten viel Verkehr kommt. Und der Kollege jetzt natürlich hier geradeaus will, dann natürlich uns alles hier blockiert. Könnten nämlich jetzt schön rüber. Zum Glück kommt hier keiner auf der Fahrbahn. Oh, jetzt kriegen die nämlich gleich grün. Wir müssen erstmal auf die Spur hier wieder drauf. Ach du großer Gott. Wow, stehen wir hier eng. Der Spiegel sah das ganz schön knapp da hinten aus mit dem roten Auto, aber wir sind gut rumgekommen. Wenn die jetzt nicht da gegen uns da fahren. Ach, Mist. Die hätten uns ja mal kurz vorlassen können, aber das wussten die ja nicht, dass wir jetzt hier links abbiegen wollen. Mal ein Stück wieder so ausrichten, sagen wir mit dem Vorderrad nicht durch. Ups. Jetzt habe ich das Ding voll mitgenommen. Naja, passiert auch mal. So, genau. Ach scheiße, wir... Ich dachte, wir müssten... Na, ich habe nur die 2,5 gesehen, deswegen dachte ich, müssten wir geradeaus... links abbiegen, wir müssen aber geradeaus, wie ich gerade gesehen habe. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Na, hätten wir uns das Ganze hier auch sparen können. Gut, da vorne jetzt aber links. Naja, immerhin haben wir uns jetzt nicht verfahren, das ist schon mal gut. So, gut, dass ich echt noch, das war echt im letzten Moment das Schild noch gesehen. Genau, die 258 sind wir, glaube ich, damals gefahren. Na komm, jetzt stehen wir lassen. Ah ne, der will eh abbiegen, gut. Dann fahren wir auch hier rüber. So, hier wird es noch ein bisschen ganz schön eng. So, da vorne wartet auch jemand, Blinker ist schon gesetzt. Und da wären wir. Ach du Scheiße. Hier jetzt rechts lang. Da müssen wir also mal gucken, dass wir da gut rumkommen. Ohne Unfall. Ich hoffe mal. Das kriegen wir schon hin. Da bin ich mir sicher. Und da vorne ist halt nicht die Parken da. Ey, Scheiße. Guten Morgen. Guten Morgen. So, schön, dass wir mit uns fahren. Es geht jetzt weiter. Ja, hier im Stadtzentrum von Gladbeck oder Gelsenkirchen. Ich weiß nicht genau, was ist. Da ist schon die FPS-Zahl ein bisschen niedriger. Ich muss vielleicht auch die Grafik mal ein bisschen runterstellen. So, ich will eh rechts abbiegen, darf's fahren. Wir sind nämlich auf der Vorfahrtsstraße. So, man, da kommen immer wieder die Autos. Wir müssen hier echt... Also hier kommen wir mit dem Niederflurbus bestimmt einfacher rum. Wobei das Gelenk eigentlich dann auch nicht mehr so viel ausmacht, glaube ich. Da vorne kommt uns ein Gelenkbus entgegen. Und wenn der dann vorbei ist, fahren wir hier rum. Was fährt denn der? CE56, ein bisschen rüber, dass er nicht in uns reinfährt. So, jetzt nehme ich auch gerade frei. So, dann können wir nämlich schön hier auch rüberfahren. Jetzt hängen wir vorne am Bordstein. Beziehungsweise, nee, wir setzen auf. Jetzt hinten kurz drüber. Und, Scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss jetzt so zurückfahren. Ja. Das sind halt dann echt so Situationen, wo es richtig eng wird. Da habe ich mir schon gedacht, die parkenden Autos da, das kann schon zu einem Problem führen. Da ist gleich der Kollege weg. So, wir haben auch einen Haltewunsch.
Wenn jetzt keiner von den anderen Autos da auf der Kreuzung irgendwie fährt oder einer da in uns reingerast kommt. So, jetzt fahre ich in uns rein. Naja, dafür kann ich nichts, wenn der in uns reinfährt. So, Unfall melden. 8 Minuten. 8 Minuten? Ach ja, fahrt auch schön alle in uns rein. Ich krieg Kreislauf. Jetzt machen wir mal kurz. Geht denn das hier in den Kollision mit anderen Fahrzeugen und Landschaften mal kurz weg? Weil, Leute, hier geht es jetzt einfach nicht anders. Also mit angeschalteter Kollision kommen wir hier nicht weiter, deswegen muss ich es jetzt gerade mal machen. Schalten es dann natürlich gleich wieder an, um es möglichst realistisch zu haben. So, hier geht es aber links lang jetzt, genau. Ah, es ist echt schon eng mit dem Gelenkbus, also guck mal, wie viele Autos da jetzt noch nachgekommen wären. So, halten wir kurz an und machen das, ich mache es gerade wieder an. Kollision mit anderen Fahrzeugen und Landschaft. So. Aber bis auf diese eine Stelle war die Fahrt eigentlich bis jetzt schon ziemlich gut. So, und es geht jetzt zur Querstraße. Ja, das war echt eine knifflige Situation. So, viel zu spät ausgelenkt. Naja, egal. So, jetzt aber wieder ordentlich fahren. So, da wartet jemand. Und einmal einsteigen, bitte. Ist Ihnen aufgefallen? Guten Tag. Ja, das ist mir aufgefallen. Also mich nicht darauf hinzuweisen. Aber trotzdem danke. Immer freundlich bleiben. So, und wieder Kickdown und auf 30 km/h beschleunigen. So, und wir haben wieder einen Haltewunsch. Jetzt für die Haltestelle Goetheplatz. Genau, das ist auch so ein zentraler Umsteigepunkt. Die stehen, glaube ich, hier nämlich auch immer so in Großbuchstaben geschrieben. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier rechts fahren. Ach, das ist schon wieder so eine enge Kreuzung. Mein lieber Mann, aber dafür parkt da hoffentlich keiner. Ja, 254. Ey, die kommen rum. Die kommen rum. Ach, sind wir auf der Vorfahrtsstraße? Nee, Vorfahrt gewähren, aber... Der will hier abbiegen, ne? Jetzt kommt das Kind da. Achso, deswegen hat er auch gewartet. Wir müssen erstmal warten, bis die da alle abgebogen sind. Der will gar nicht abbiegen. Gut, jetzt fahren wir jetzt. Ja, falscher Gang. Vorwärtsgang natürlich. Ich wollte nämlich eben gerade vorhin erst zurücksetzen. So, vorne ist nämlich der Kreisverkehr. Bleib noch stehen, bis wir hier rum sind, Kollege. Oh oh. Rückwärtsgang. Ja, der wartet noch, der Mercedes. Wunderbar, vielen Dank. Oh, es ist hier eng in Gladbeck. Aber es ist echt geil, hier zu fahren. Richtige Herausforderung, macht richtig Spaß. Halt immer auf so großen, breiten Straßen so zu fahren, wo man locker rumkommt. Das ist immer hier viel kniffligere und spannendere Situationen kommen dann hier. So, genau, alle Linien Richtung Goetheplatz. Wir dürfen hier sogar reinfahren ohne... Ja, der will eh raus, aber ihr seht, da war Standesvorfahrtsstraßenschild. So, Berliner... Oh, ja, vernünftig hier. Nichts für meine alten Beine. Ja, keine Panik. Oh, wir haben den Mercedes erwischt. Warte, wir machen gleich, wir müssen gleich einen Unfall dann melden. Jetzt fahre ich aber noch hier aus dem Kreisverkehr raus. Ach du Scheiße, ist dann unsere Verspätung angestiegen. Naja, ist jetzt auch egal. Melden wir kurz den Unfall. 10 Minuten! Oh, alter Schwede. So. Jetzt aber bitte ohne Unfall weiterfahren. So, wir halten hier vorne an. Oh, da ist wieder ordentlich was los. Da wären wir. Komm rein, treten Sie näher. Ach, keiner meckert. Guten Tag, hallo. Guten Tag, der Herr, guten Tag, die Dame. Hallo, hallo. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Einen normalen Fahrschein. Die zweite Person, die heute einen Fahrschein möchte. 2,50 und dann kriegen Sie zurück 1,50 und 1. Bitteschön, nehmen Sie Platz. Es geht weiter jetzt zur Haltestelle Oberhof. Straße ist frei und es geht an der zweiten Ausfahrt sollte es sein, raus. So. Na komm, du darfst jetzt fahren. Fahr durch. Ist so geil, dass man auch hier mit der Lichthupe das Zeichen geben kann. Ja, fahr. Ich will euch ja nicht länger aufhalten. Auch wenn wir ziemlich unter Zeitdruck im Moment stehen, aber mir ist jetzt wichtiger, ordentlich zu fahren. Als jetzt hier, irgendwie, da ist noch extra
schnell zu fahren und da viel Zeit rauszuholen und alles. Also schön da sicher die Fahrgäste transportieren. Pünktlichkeit ist natürlich auch immer wichtig, aber dass ich die Sicherheit der Fahrgäste ist natürlich an oberster Stelle und auch natürlich auch hier ordentlich zu fahren, ist mir jetzt auch dann doch ein bisschen wichtiger. So. Aber vielleicht holen wir noch die eine oder andere Minute raus. So, ich weiß gar nicht, 50 oder 30, was meint ihr? Da vorne steht. Ich glaube, hier sind 50, oder? Ne, hier sind nur 30. So, Blinker ist gesetzt. So, hier kommen wir auch gut rum. Das ist eine breite Straße wieder. Wunderbar, ist frei. Oh, ich habe nicht nach rechts geguckt. Egal, Glück gehabt, war frei. Aber ich weiß gar nicht, ob wir hier so weit rausfahren müssten. Aber ich glaube irgendwie schon, oder? So, und hier müssen wir hinter den hier. 258. Oder kommen die Leute auch hierher gelaufen? Sie kommen hergelaufen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange der Kollege hier vorne noch steht. Wenn es der hier ist, Gelsenkirchen, Bürrer Straße, dann fährt er in einer Minute ab. Guten Tag. Stehen wir noch auf der Straße? Oh ja, naja, können wir jetzt auch nichts ändern. Mal kurz Warnblinker an. So, keiner will den Fahrschein. Der Kollege sollte jetzt auch langsam hier vorne wegfahren. Er hat die Tür aber noch auf. Auf jeden Fall blinkt bei ihm schon. Blinkt auch hier schon seine Liniennummer und so weiter. Ja, Gelsenkirchen, Bürrer Straße. Ich kann nämlich auch nicht zurücksetzen. Also könnten wir schon, aber halt nicht so weit. Komm, fahr schon, Kollege. Wetten, wenn wir jetzt zurücksetzen, fährt er los. Aber die Tür auch noch auf. Ich will jetzt eigentlich keinen Unfall bauen. Oh, der hätte doch mal fahren können, echt jetzt. Wenn wir wahrscheinlich jetzt fast hier rum sind, dann wird er losfahren. Vorwärtsgang sollte drin sein. Einmal. Ja, ha! Habe ich es nicht gesagt? Wo wir so jetzt erst zurückgefahren sind, dann fährt er los. Wo wir es hier rüber dann fahren wollten. So. Und jetzt geht's geradeaus weiter. Alle Linien. Puh. Ich dachte schon gerade, wir fahren in den Rhein. Ja, Warnblinker aus. Alter Scheiße, ist das knapp. Ich wollte nämlich auch keine Vollbremsung eigentlich machen, aber. Habe ich ja, also, habe ich jetzt auch nicht gemacht, wir haben echt Glück gehabt, es war richtig knapp gerade. So. Gladbeck, Marktplatz. Ja, der hat sich aber eben da auch ein bisschen Zeit gelassen, muss ich sagen. Bis er da losgefahren ist. So, und da vorne Marktplatz ist, glaube ich, auch nochmal eine bisschen größere Haltestelle. Also Oberhof und. Also Oberhof ist, glaube ich, eh so generell der zentralste Umsteigepunkt. Also hier fährt eigentlich fast jede Linie vorbei. So, wir fahren rechts lang weiter. Genau, mit der 258 sind wir gefahren, da sind wir nämlich gerade ausgefahren. Genau, das ist ja genau die Linie hier vor uns. Der Marktplatz liegt, glaube ich, auch schon direkt hier dann rechts. Da muss man gucken, echt, ob ich die Grafik ein bisschen runterstelle hier für Gladbeck. Weil also da vorne, als wir losgefahren sind, so die ersten 10 Minuten so, war es richtig gut. Aber na, hier in so einem zentralen Punkt, wo so wirklich viel los ist, so, also hier ist Zentrale von Gladbeck, alles ist, da ist der Betriebshof, da die Haltestelle Oberhof. Da sind wir hier lang so gefahren. Ja, da ist schon die Anforderung ein bisschen höher. Also hier habe ich jetzt noch 130 Bildern pro Sekunde, deswegen werde ich es ein bisschen dann doch runterstellen. Muss ich mal gucken, wie. Obwohl es eigentlich auch noch ganz gut zu fahren ist jetzt hier. Aber mit 30 Bildern pro Sekunde wäre es natürlich dann schon flüssig. Ja, die Ampel dauert aber auch. Komm, wir sind... Wir haben nicht ewig Zeit. Bitte werd mal grün. Und wir warten auf die gute Ampel, dass sie grün wird. Wie sieht's hier aus? Haben die schon rot? Ja, die haben schon rot. Jetzt kriegen wir grün. Wunderbar, da wird sie grün. Und es geht weiter. Wir verlassen jetzt wieder den Kollegen. Ja, der hat sich echt da eben Zeit gelassen. War ganz entspannt. Hier ein paar Minuten später losgefahren. Wir hätten einfach warten sollen. Der fährt ja eh irgendwann los. So, ich dachte nur, falls er jetzt wirklich 5 Minuten oder so länger da wartet, dann wäre es natürlich blöd gewesen, aber er ist ja dann gleich losgefahren. So, wir wollen hier rüber zur Haltestelle Marktplatz. Da waren wir jetzt hier noch nie. So, und hier läuft es auch wieder schön mit 30 Bildern pro Sekunde gerade. Sehr gut.
Aber ihr merkt schon einen Unterschied, glaube ich, zwischen 30 Bildern pro Sekunde und eben 20 Bildern, beziehungsweise 22 waren es, ja? So, hier vorgeht's. Da kommen auch schon die Herren vorgelaufen. So, und alle vier Türen gehen auf. Wenn sie mal einmal pünktlich wären. Ja, Mecker. Alles gut. Da ist schon ordentlich was los im Bus hier. Wenn wir jetzt hier schon so an zentralen Umsteigepunkten und hier mehr in Gladbeck unterwegs sind. So. Und jetzt geht's zur Haltestelle. Joyplatz. Jovi-Platz. Ich habe das V nicht gesehen. Jovi-Platz. So, wir dürfen fahren. Und dabei müssen hier rechts lang, ne? Ja, am Park. Oder jetzt sag nicht, dass da oben gleich 254 steht. Nee, gut. Da sind wir, glaube ich, mit der 259 damals als erstes hier in Gladbeck gefahren. Und jetzt geradeaus für uns weiter. Wunderbar, geben wir Gas. Hier dürfen wir 50 fahren. So ist schön. Da müssen wir natürlich auch mal schön vorausschauend fahren, um da nach der nächsten Haltestelle Ausschau zu halten. Und nicht dann zu schnell da anzukommen. Um nicht zu schnell da anzukommen. Können wir gerade mal hier rüber wechseln. Beziehungsweise, ja, bevor die da vorne irgendwo liegt und wir da nicht rüberkommen, lasst uns lieber mal hier rechts bleiben. Jetzt stehen wir natürlich mitten drauf, aber egal. Die Autos fahren ja auch dann schnell an. Können ja schnell beschleunigen. Die Ampel muss natürlich erstmal grün werden. Ich glaube, da will auch keiner rechts abbiegen. Also ist eh kein Problem. Gut rechts abbiegen geht ja eigentlich auch schnell im Vergleich zu links abbiegen. So. Weil da vorne links sieht es auch schon eine Haltestellenmarkierung. Da wird auf der rechten Seite auch gleich die Haltestelle liegen. Und wenn wir halt nicht an den Autos vorbeikommen, lohnt sich das eh nicht. Und sich da jetzt irgendwie rechts reinzudrängeln, ist auch ein bisschen blöd. Weil die Frage ist eher, ob wir dann überhaupt reingekommen wären. Reinkommen würden. So. Ja, da vorne ist die Haltestellenmarkierung. Da liegt auch schon die Haltestelle. So, setzen wir schon mal den Blinker. Was haben wir hier? Achtung, Kinder- und Spurverengung haben wir hier. Da guckt man hier, wechselt alles auf eine Spur. So, da warten schon die Leute. Über links fährt eh keiner. Das heißt, wir könnten da wahrscheinlich auch gleich locker hier rüber. Und da vorne haben wir einen Kreisverkehr. So, da wären wir. Einmal Tür auf. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Zu spät sind Sie mal wieder. Blablabla. Jetzt kriegen Sie erstmal Ihren Fahrschein und dann ist alles gut. So, 1,50 und einer, bitte. Guten Tag, ja. Was können wir dir Gutes tun? Einen Fahrschein möchtest du? Dann kriegst du einen Fahrschein ermäßigt, genau. Und 50 Cent zurück. Bitteschön. 50 Pfennig sind es ja hier. Tür ist zu und es geht weiter. Das war der Jovi-Platz. So, genau, hier rüber ist ja kein Auto auf der linken Spur. Das heißt, wir können einfach rüber. So, schön hier jetzt in den Kreisverkehr rein. Hier müssen wir Vorfahrt gewähren. Halt natürlich hier vor dem Fußgängerüberweg an. So, jetzt können wir rüberfahren. Und, willst du reinfahren? Nein, jetzt aber. Und wir müssen da drüben raus, die zweite Ausfahrt. So, schön stehen bleiben. Wir wollen hier nicht raus. Genau. Ja, so ist gut. Genau, jetzt du kannst fahren. Wir wollen nämlich hier raus. Hast schon gut gemacht, dass die hier das verstehen im Kreisverkehr mit, wenn man blinkt, dass man dann raus will und so weiter und so fort. So, du musst noch warten. Wir kommen hier auch noch. Genau, und der da will da vorne rechts abbiegen. Können wir schon mal den Bus rollen lassen und zur nächsten Haltestelle umschalten. Haltestelle in der Dorfheide. Wie heißt die? In der Dorfheide, so heißt sie. In der Dorfheide, die ist da vorne nicht, oder doch, vielleicht nach der Kreuzung. Hier geht's rechts lang für uns. So. Ah, die ist direkt hier rechts. Oh, da müssen wir gucken, dass wir da ein bisschen links rüberfahren. Dass wir gut rumkommen. So. Ah, der lässt uns vor, oder will er hier eh rein? So. Hier ist so eine Verkehrsinsel. Müssen wir aufpassen, dass wir da gut rumkommen. Nicht das Schild umfahren. So. Du kannst ruhig da vorne stehen bleiben. Wir kommen schon nach vorne gefahren. So. Und einmal Tür auf. So. Und steigen Sie ein, der gute Mann. So. Blinker links. Es geht weiter. 50 km/h. Da steht's. Also Kickdown. Und wir beschleunigen. Ein bisschen rüber, dass wir nicht auf dem Fahrradweg fahren. Gucken wir mal. Ja, jetzt haben wir neben dran. Das ist schon schmal dann hier. Aber da vorne ist schon die nächste Haltestelle.